Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder zu einem Comic Review Roundup, also zu einer größeren Folge, wo ich mehr als ein Heft bespreche. Dennoch will ich es versuchen, kurz zu halten. Ich habe jetzt die Tage endlich mal wieder ein bisschen was nachgeholt und Superman von der aktuellen Superman-Heftserie, die Nummer 6, die Nummer 7 und die Nummer 8 gelesen. Die Story heißt Männer aus Stahl. Müsste das sein? Ja, Männer aus Stahl. Worum geht es in der Story? Es geht eigentlich darum, dass dass so Außerirdische hier Lex Luthor verhaften wollen und ihn zum Tode verurteilen wollen, weil er weil er in Zukunft Darkseids Platz einnehmen soll und dann Völker unterjochen soll und so weiter. Superman versucht das natürlich zu verhindern. Hier sieht man die Protagonisten, die gegen Superman und Lex Luthor dann kämpfen. Er wird auch verhaftet und soll dann hingerichtet werden auf einem anderen Planeten. Und Superman macht sich auf den Weg, um ihn zu retten. Die Grundproblematik, die hier besprochen wird, ist ja eigentlich dieser alte Gedanke, jemanden zu verhaften und zu bestrafen für etwas, was er noch nicht getan hat. Also die Jungs haben durch so eine Art Orakel, sag ich mal, in die Zukunft geguckt und sehen das eben. Dass er mal Darkseids Nachfolger wird, der ja als tot gilt und dann eben dementsprechend auch Welten zerstören wird. Aber das hat er ja natürlich noch nicht getan. Das ist eigentlich sowas wie dem Tom Cruise-Film Minority Report, wo ja auch die Leute verhaftet werden, bevor sie eigentlich das eigentliche Verbrechen verübt haben. Das ist eigentlich immer ein ganz interessantes Thema. Als Beispiel wird ja auch immer ganz gerne diskutiert, wenn man jetzt wüsste, dass Hitler alles das gemacht hat, was er gemacht hat, und man in die Zeit zurückreisen könnte, sollte man ihn dann schon als Baby töten oder nicht? Oder als Kind, wo er diese Tat natürlich noch nicht begangen hat. Das ist eine schwierige Frage. Und der sich Superman ja hier auch stellen muss, weil Superman natürlich auch sagt, okay, ich will eigentlich nicht, also es kann eigentlich keiner dafür bestraft werden, was er mal tun wird, weil das ist ja nur eine mögliche Zukunft, sagt Superman. Das ist ja noch nicht passiert. Ne? Am Ende... Das kann ich ja ruhig, die sind ja schon so ein bisschen älter. Am Ende dieses Hefts 7 scheint es so zu sein, dass Superman sagt, okay, das passiert wirklich, weil er auch einen Blick in die Zukunft werfen durfte. Lex Luthor muss sterben. Das ist so ein bisschen, also Dan Jurgens nimmt da so ein bisschen Bezug auf eine alte Storyline, in der Superman schon mal... gezwungen war, jemanden zu töten, und eigentlich macht er das ja nicht und sich damals eben danach ins Exil verabschiedet hat, was man hier in diesen alten, in dieser Hetke-Heft-Serie von Superman, die vor den Alben kam, dann präsentiert bekam. Sprich, das ist eben, da hat er auch mal welche umgebracht und dann kommt er mit seinem Gewissen nicht klar und geht in den Weltraum. Da wird also Bezug drauf genommen. Entschuldigung, ich bin immer noch krank. Und ansonsten wird natürlich Bezug genommen auf eine Storyline, die bei Dino mal stattfand. Der Prozess ging hier über mehrere Hefte. Das ist das finale Heft. Ging über ein Special auch. Und etliche Hefte hier. Also so 5, 6, ich weiß gar nicht... 4, 5 Hefte waren es schon. War so eine längere Storyline, wo Superman auch schon mal, wo es eben Superman war, der schon mal von so Leuten, Außerirdischen, angeklagt war,
für Dinge, die er noch nicht mehr getan hat. Also das ist nicht genau die Storyline, aber es fühlt sich so ein bisschen so an. Und da bin ich immer dann skeptisch. Wenn man länger Comics liest, ist es ja öfter so, dass du auf Thematiken wieder triffst, die du schon kennst, die sich wiederholen. Und Dan Jurgens, der damals ja auch hier mitgeschrieben hat, in diesen Stories, nimmt hier also Bezug auf alte Stories von sich, sage ich mal. Also die hat er nicht alleine geschrieben, aber war daran beteiligt. Das ist immer so eine Sache, wo ich sage, das als Langzeitleser will ich natürlich nicht immer dasselbe präsentiert bekommen. Entschuldigung. Ich muss aber sagen, dass mich das schon hier unterhalten hat, weil es eben nicht eine bloße Kopie dieser alten Storyline ist, sondern weil es das anders erzählt, neu aufgreift, weil es Ereignisse vom Ende der Justice League New 52 Serie aufgreift, dem Darkseid-Krieg. Diese mit dieser Story verbindet, eben an alte Geschichten erinnert, aber diese eben nicht einfach wieder erzählt. Deswegen würde ich dieser ganzen Storyline 3 von 4 Sternen geben. Also das hat Dan Jurgens sehr gut hingekriegt. Wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, das ist nur ein Aufguss alter Sachen. Aber nein, das hat er meiner Meinung nach ganz gut hingekriegt. Das sind nochmal hier die einzelnen Cover, die ich euch da gerne nochmal in die Kamera halte. Ja, schreibt ihr mir mal rein, also wie gesagt, 3 von 4 Sternen für diese 3 Hefte. Schreibt ihr mir mal rein, wie ihr den Story Arc fandet. Vor allem, was ihr sagt, die diese alten Sachen kennen. Sind das, gut, hier sowieso nicht so richtig zu. Das ist nur eine Sache, die da aufgegriffen wird. Mehr noch hierzu, die das kennen und die das neu gelesen haben, ist das ein Wiederaufguss? Ich meine nein, ich meine aber eine Anlehnung natürlich. Wie hat euch das gefallen? Ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, wie immer. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag oder schönen Abend und sag mal, bis dann. Ciao.